Anni, würde ich sagen, haben wir jetzt gerade erstmal ziemlich viel mit Tiny erledigt. So. Tauschfass, Tauschfass. Bist du. Und da haben wir eins. Gehen wir erstmal auf Donkey. So, weiße Bananen für Donkey. Da oben ist eine Liane, um da rüber zu kommen. Da haben wir auf jeden Fall ein paar. Und hier ein Baron. Erfahrungsgemäß eignen sich Ballons immer auf den Moment zu warten, wo der umkehrt, weil er dann eine Sekunde länger verharrt. Eine Sekunde länger als zum Treffen. Dann würde ich sagen, schwimmen wir uns erstmal in die Luft und machen den Kanonenkurs, Kanonenfasskurs. In luftiger Höhe. War zu hoch. Auch der hier ist noch ziemlich straightforward. Ohne irgendwelche Abzweigungen. Und da haben wir ihn noch abgeschlossen. Vielen Dank, mehr als diese alte Banane habe ich leider nicht. Ich gehe jetzt nach Hause. Aber die müssen wir leider noch händisch einsammeln, die wird das nicht direkt gut geschrieben. Aber der erscheint jetzt hier an dem Lama-Tempel verschiedene Schalter. Allerdings keiner für Didi. Nur drei Stück. Tiny, Lanky und Donkey. Hinein. Moin, hallo Niklas, mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Schön, dass du wieder dabei bist. Und das ist Lanky. Es ist sehr warm. Ist da jemand? Und hilf mir! Ach, ich glaube, hier drin gibt es nochmal dedizierte Platten, ne? Stimmt. Eins, zwei. Ey. Oh fuck, die Lilani. Kann man gar nicht normal angreifen, ne? Stimmt. Dafür gibt die dann aber auch ein paar Orangen. Eine Posaune, die haben wir noch gar nicht. Wer spielt die Posaune? Irgendwas schläft hier.
Ach, das Kamel, Lama. Hier ist eine wieder von diesen ominösen Glitzerfeen. Mit denen wissen wir ja auch noch nichts anzufangen. Es gibt hier drin ein Wechselfass, das ist ja auch interessant. Da spare ich mir die Muni. Leider kein Ballon irgendwie in Sicht, oder so. Bisher. Überwandel war geplant. Und wir machen draußen einen weiteren Weg auf. Ja, okay. Das erklärt, wofür das Donkey Kong-Fass da draußen ist. Hat auch Donkey seine Bananenmedaille? Wie wir sehen, können wir auch von den eigenen Granaten getroffen werden. Mal gucken, was die Bonkos hier auslösen. Ach, guck mal, die wirken das Lama. Da ist ein Ballon. Okay, wir haben das Wasser abgekühlt. Ist das zeitlich begrenzt oder bleibt das? Das Lenky. Der auch kurz darauf wacht, von Donkey geritzt zu werden. Idealerweise. Cool, Decay, jetzt brauche ich frische Luft. Ich kann dir helfen, indem ich blaue Bananen sammle. Du findest mich im Tiefschweiß. Das ist die erste Banane für Donkey hier. Oha. Wir hatten zwei blaue Ballons hier. Und dann glaube ich, haben wir es auch erstmal hier soweit mit Donkey erledigt. Wir können jetzt natürlich direkt schon auf Tiny wechseln und gucken, was die hier noch machen kann. Mit Lenky macht wenig Sinn, weil wir gerade noch nicht die Knarre von ihm haben. Haben wir schon die anderen zwei? Da ist die eins. Da freut er sich. Und da ist er traurig. Aber auch schön wie die Musik, die da auch nochmal so ein kleiner Charakter-Tune hat, wenn man ihn auswählt. Gut. Drei Münzen, aber es war ja wohl nicht alles für die Dame, oder? Ah ja, hier. Genau, hier war ja noch was. Ja, die Bananenfee können wir leider noch nicht befreien. Uiuiui. Babum, babum. Ah, jetzt können wir hier die Platte aktivieren, damit dann hier nachher Lenky sich seine Dingens
eine Blaupause holen kann. Oh fuck. Oh fuck. Das ohne. Ohne einen Move. Sag mal. Springen ist so angenehm. Wäre natürlich angenehmer, wenn wir Tiny's anderen Move hätten. Die hat mich dann noch einen Move, den sie von ihrer Schwester abgeguckt hat. Von Dixie. Nämlich den guten. Propellerflug. Mädchen, wird ja nichts. Also den Rückweg werden wir wahrscheinlich nicht beschaffen. Geschweige denn. Puh, Konstruktion. Aber. Oh Gott. Nee. Hat doch geklappt. Ich füge jetzt hier noch oben einen Ballon. Das wären nämlich dann die letzten 10 Bananen. Leider nicht. Das war mir fast klar. Ist aber nicht weiter schlimm. Ich denke, wir werden ja nur an den Anfang des Levels gesetzt. Können wir eben nachgucken, was Lenkys Hinweis ist. An dieser Stelle. Finde die richtigen Klänge mit Lenky im hinteren Teil des Lama-Tempels. Richtigen Klänge. Na gut. So, jetzt können wir mit Donkey noch ein paar Bananen einsammeln. Donkey, glaube ich, schon mal fertig machen soweit. Das würde ich, glaube ich, jetzt auch erstmal tun. Mir so ein bisschen Strigenz einzukriegen. Ach Mann, Leute. Macht euch nicht alle lächerlich. So. Das wäre erst eine zweite, oder? Zweierplatte. Zweierplatte ist da in Front auf dem Tempel. So. Bitte 3 zu Snipe. Nee. Quatsch. Oh, komm, hier gibt's blaue Münzen. Und blaue Bananen. Schneit. Da hinten in der Ecke, ne? Oder ist das Funky? Ja, Funky. Ich bin verwirrt. Auf blaue Münzen. Hä? Was, warum ist das denn wieder zu? Das war. Wie haben wir das denn da aufgemacht? Scheiße.
Ah, Snide. Ey, dieser Sand, ne? Alter, Finn. Oh Gott, der komische Geier, ey. Saubere Arbeit, komm. Hat das Timing für uns aufgenommen? Aber womit? Ich hab auf den Sack hier, ey. Oh, guck mal, hier sind noch ein bisschen. Oh, noch Bananen. Das sind so gerade so welche, wo man denkt, aha, die übersieht man schnell. Hier ist aber die Gongs, ne? Mhm. Oh, mein Gedächtnis. Wo hat Tiny... Ist im Lava-Tempel gewesen sein, ne? Das waren die Bongos, die haben das Lama aufgeweckt. Ah nee, da waren doch Schalter, ne? Na gut, sonst ja auch ein Tausch was. Dass sie die mittlere Stufe so nicht schafft, ne? Aber da haben wir doch keinen Timer für bekommen, oder? Frecherweise. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Komm, flotter, flotter, flotter. Da drüben muss ich hin. So, schnell hier mit der Primaten-Power. Dadurch. Aha. Yes! 100 Bananen für Donkey. Sehr nice. Und ein Bonusfass. Wie soll ich denn mit Didi hier reinkommen?
Ich kann mit dem Jetpack reinfliegen, oder? Welcome to Bonus Stage. Wankende Waffen. Zum ersten Mal. Schleiche durch das Labyrinth hin zur Zielflagge. Wir dürfen einfach nicht die Lichtkegel der Kremlins reinlaufen, was einfach ist. Leichter gesagt als getan. Vor allem, wenn die sich so fies. Well, das wird natürlich später auch dann immer noch, je nach Level, anspruchsvoller. Und später sogar wirklich ziemlich anspruchsvoll. Stellenweise. Vierte Golden für Donkey. Langsam gehen die Ideen aus. Oh, guck mal, da hat er auch gerade richtige Augen gehabt. Und da ist die Fünferplatte. Okay.